Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play in World of Tanks. Heute mit dem M2 Medium auf der Map Minen. Und ich fahre jetzt erstmal auf meine Standardposition auf D5, um gegen den Gegner vorzugehen. Es ist auf der Map Minen ziemlich wichtig, den mittleren Hügel einzunehmen, um dann von oben aus die Karte zu kontrollieren. Muss ich hier mal ein bisschen aufpassen, da kommen eine Menge Gegner an, die durch die Mitte durch wollen und dann ebenfalls den Hügel einnehmen wollen. Und da geht es schon ziemlich wild zur Sache. Noch bin ich nicht in der Lage, irgendeinen Gegner anzuvisieren. Und wir liegen 2 zu 4 zurück. 2 zu 5. Da versucht einer hochzukommen. Schön getroffen. Das war ein Locust. Amerikanischer Panzer. Da drüben steht noch ein Panzer 4A. Schön stehen geblieben und ich konnte ihn von der Seite erledigen. T116 ist hinter mir. Da ist der T116. Jetzt erstmal zurück. Ah, der zweite ging nicht durch. Ah, der ging dahinter. Jetzt ist er stehen geblieben. Und erwischt. Jetzt konnte ich natürlich nicht sehen, wo die anderen hier hingefahren sind, die hier vorne standen. Da ist noch ein T116, Blick auf die Minimap und der M1542. Sind die hin? Da drüben ist Panzer 3E und ein 1C fährt da auch noch. Jetzt erstmal zurückbewegen und wenn die da... Ach, da ist noch ein T116. Schön von der Seite getroffen. Und jetzt kommen schon 3 Panzer da auf die Seite. Da ist der M15. In den Boden, viel zu hastig geschossen. Und das war, glaube ich, ein Artischuss, der daneben ging. Diesmal habe ich ihn getroffen. Jetzt hat er versucht, mich zu übertölpeln, indem er mich hier auch von der anderen Seite angreifen wollte. Ich habe ihn gerade noch rechtzeitig gespottet. Da ist er. Ne, das ist ein SU-76. In den Boden geschossen. Da ist er wieder. Jetzt konnte ich ihn erwischen. Und dann ist noch die SU-76 da. Schön warten, nicht überhasten. Nachladen. Und
Da ist er wieder. Und erledigt. Jetzt ist da drüben der 1C. Und hinter mir ist der Amsterdam Priest. Hat an mir vorbeigeschossen. Und mit dem zweiten Schuss erledigt. Und jetzt einmal ganz außen rum, da ist noch die Wespe. Die muss da in Richtung Basis stehen. Wenn sie nicht genauso wie der M7 Priest losgefahren ist. Auf der anderen Seite ist der Panzer S-35. Erstmal den längeren Weg in Kauf nehmen um die Häuser rum, um mich nicht zu früh sichtbar zu machen. Irgendwo hier muss ich stehen. Da ist sie aufgetaucht, die Wespe. Kann böse Schaden verursachen. Er fährt zurück. Ich muss jetzt ran, nützt alles nichts. Den Schaden muss ich in Kauf nehmen, denn die Nachladezeit der Wespe ist extrem lange. Und gleich nachsetzen, sonst hat sie nachgeladen und das war's dann. Ja, 15 zu 11. 15 zu 11 mit dem M2 Medium auf der Map Minen, eine WN8 von 12.111, einem Damage von 1.156 und 7 Kills. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Und ansonsten hören und sehen wir uns im nächsten Video wieder.